ich jetzt meine Wölfe, wo ich die eine Steckdose angesteckt. Sogar wie weit ich springen kann, Leute. Ja, ich sehe. Oh. Oh nein, er ist tot und tot. Wow. Was ist diese Zahl da? Ja, wie lange ich. So. Oh, das was. Was hat ihr Silbergral? Ne, Relikt. Das ist grün. Warum ist denn das? Ja, das ist ein Relikt, das habe ich auch schon ein paar Mal aufgehoben. Das ist bei mir voll am Leuchten, aber irgendwie. Ja, ja, ich weiß, die leuchten sehr grün. Warum bist du grün? Weiß ich nicht, die sind halt so. So, ich weiß schon gar nicht mehr, welches das hier war. Der Wolf, der wedelt übelst mit dem Schwanz. Ich glaube, der will einen aufs Maul. Das Ding hier, das ist nicht so stark. Weiß nicht, warum das so am Glühen war. Keine Ahnung. So, weil wir den Metall lernen hier. Ja, ich irgendwie auch. Ich muss mal irgendwie gucken, ob ich irgendwas Gutes habe hier. Teleportpunkt, oh Gegner. Na, geh weg vom Blutstück. So, kreieren schon von so mehr Scham, Protein in der Kreie. Abklingzeitdauer, ja. Ich ja noch öfter einsetzen. Boah. Eine Truhe. Schatztruhe. Zwei Truhen. Da ist noch eine Schatztruhe. Und da ist eine Quest. Der Dame springt einfach so. Eine große Truhe steht auf dem Boden. Die Truhe öffnen, ja klar. Seite 23 aufschlagen von der Truhe, was? Ich gehe zum Ende. Seite 67 aufschlagen, blablabla, Seite 5. So, zwei Passivpunkte. Boah. Ja, genau, das für die Quest. So. Aktiviere ich das hier. Und was habe ich jetzt hier? Schauen wir uns das Angriff bei Gegnern eine Blutung verursachen. Du hast dann nur haben zusätzliche IP und Wunderbringer werden geheilt, wenn du den Begleiterfähig. Wenn du eine Begleiterfähigkeit einsetzt. Dafür müssen die erstmal Schaden nehmen. Was? 9 Augenzähne? Was? Oh. Nicht will ich das. Ich weiß es nicht. Schweinekonstitution? Entschuldige, was? Erhöhten, habe ich das überhaupt? Nee, ne. Schweinekonstitution? Ja. Kannst du Schweine rufen dann? Nein. Ich kann die Konstitution eines Schweins haben. Okay. So, du dich dann irgendwie direkt wälzen und grunzen? Ja. Also Daniel steckt hier Tagesablauf, alles klar. Was machst du denn da schon wieder? So, ich muss mal zu den Dingen zurück. Wie heißt das hier? Kultistenlager? Muss man ein paar Sachen verkaufen. Von Türen gehört, Junge? Nein. Türen sind da, um da drüber zu springen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass ihr das im Wagenleben auch macht. Türen sind dafür da, übersprungen zu werden. Ich springe einfach so durch die Fenster. Das ist irgendein Quest-Symbol bei dem anderen Ding, die Ruinen von Raven, das ist auch ein Quest-Symbol. Na, kann sein. Ich muss erstmal mein Zeug hier, mein Inventar lernen. Wo ist denn ein Shop? Ist hier überhaupt ein Shop? Ich sag mir nicht, ich habe mich hier hin teleportiert und ist nichts zum Verkaufen. Nein.
Boah. Wieso nutzt man dieses blöde Reiseding denn hier? Hier ist gar kein Shop. Ich weiß irgendwie nicht, wie man dieses Teleportationsding benutzt. Weißt du? Ja, du gehst auf irgendein Ding, was eine Ratskammer. Eine Ratskammer müssen wir hin. Ich wollte zum Kultisten, da kann ich irgendwie mich nicht hin teleportieren. Hier. Na, steht unten in der Mitte. Ja, okay, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber... Ja, das, ich klicke da drauf und dann gehe ich auf Reisen, aber irgendwie macht der nichts. Okay. Im Kultistenlager kannst du sowieso nicht verkaufen. Geh zur Ratskammer. Wo ist denn das schon wieder? Ein bisschen unten links. Keine Ahnung, beim Kultisten da kannst du irgendwie nur, ja, der Ratskammer nur schmieden da. Irgendwie. Yes. Meine Spieler geht mal alle weg, ey. Ich kann ja gar nicht shoppen, weil die alle überall Spieler sind. Ey. Hm. Okay, man muss erst aus dem Kartenmenü raus, damit der sich teleportiert. Alles klar. Drücke Umschalttaste und F gleichzeitig, um den Beutefilter-Menü zu öffnen. Ja, ich möchte das verkaufen. Ja, genau. Ich wollte so. Jetzt Quest. So, dann ist das fertig. Genau. Erzähl mir vom uralten Wald. Passiv. Das Ding, was ich aufgesammelt habe, war so am Leuchtmal, ist ein Teil von dem Set. Okay. Erhöht Dienerschaden, ja. Ja. Warte mal, was habe ich jetzt in meinem Inventar hier? Alles eher. Yes. Schau mal. So, habe ich irgendwas Gutes gekriegt? Hm. Blitzschaden, erhöhte Kastgeschwindigkeit. Stopp doch verkaufen. Ach, Shift muss ich. Ich habe die ganze Steuerung. Macht das weg und dat und dat. Das ist dasselbe, was ich habe, nur besser, alles klar. Dat und dat. In der Verkauf der Brotmesser hier. Tun wir den hier hin. Und dich behalten wir mal, nehme ich an. Damit so, warum ist das Ding so viel stärker? Na, komm schon, Leute, also viel stärker. Warum nehme ich das nicht? Gehen wir den Kolben. So, und jetzt mal rein. Nee. So, ich bin wieder leer. Bei mir dauert das noch. So, was sind hier? Greetings. Ach, da ist eine Quest. Boah, wieso? Mann. Sieh das gefällt an, wie ein normaler Mensch, du. So, wie viele habe ich hier? Ich brauche noch 4, dann kann ich einen Skorpion beschwören. Ja. Yeah. Skorpion und Säbelzahn. Und ich habe noch 2. Ja. Mal passt da an. Dann kann ich noch 2 beschwören. Ja, passt da dann perfekt. Ja, genau die Sachen, die ich noch brauche dann. Ob ich alle rufen kann, ist wieder eine Frage, ne? Gleichzeitig. Oh, ich habe hier was Legendäres gefecht. Do not dwell on regrets. I will not dwell on regrets. Ich glaube, das ist was für dich, Daniel. Du kannst Wölfe bis zur maximalen Begleitanzahl beschwören. What? Habe ich gekriegt, die Klaue heißt das. Legendär. Okay. Kann ich dir das irgendwie geben? Ja, schenken, ne? Oder? Warte mal, ich muss mal gerade gucken, wie das jetzt wieder nochmal, wie geht das nochmal, Okay, bei mir steht maximal Begleiter 4 und ich habe glaube ich 4. Ja. Oh, heißt das, wenn ich meinen Raptor und meine Krähen rausnehmen könnte, dann könnte ich 4 von denen. Mal schauen.
Wie macht man halt? Geht's auf Geschenke, ne? Ja, genau. So, warum steht bei mir? Du musst in derselben Zone sein. Wo bist du denn schon wieder? Anscheinend nicht in der gleichen. Der stand gerade. Verschiedene Instanzen nehme ich an wieder. Kann ja nicht. Warte mal, ich sehe dich schon wieder eher auf meiner Karte. Ich teleportiere mich zu dir, warte. Hast du die Stadt hier verlassen? Ich bin in die Ratskammer gerade. Ah ja, da bin ich auch. Boah, der hat ein cooles Schwert. Ich teleportiere mich zu dir. Mach nix. Ja, der hat voll cooles Schwert, voll lederne Schwert. Boyko, wo hast du dieses Schwert her? Ich will's auch. Da bist du. So, da bist du. Wie geht das jetzt noch? So. Ja, mit den Instanzen scheint irgendwie so ein Problem zu sein. Und wieder. So, ich müsste dort gehen. Ja, ich kann da das heißt, eine Resonanz erforderlich. Boah, wieso geht denn das schon wieder nicht? So. So. So, kann ich halt einfach nehmen. Ja, okay. So, was ist das denn? Das ist ein Amulett. Oh, danke schön. Ja, das kann ich nicht wirklich was mit anfangen, aber. 5 physischer Nahkampfschaden für Dina. Ist das besser, was ich da hab? Ich kann aber nur 4. Ja, kann ich mal ausprobieren. Vielleicht kann ich an 4 Wölfe. Okay. Oh, dann soll ich dir vielleicht auch das hier geben, wenn ich das noch geben kann. Weil ich sehe gerade dann auch irgendwie was hier für Skelettbeschwörungen. Okay. Das ist irgendwie so ein Set irgendwie. Wenn du davon 2, 3 Ausrüstung hast, dann kriegst du irgendwie so einen speziellen Effekt. Und da steht irgendwie auch hier deine Skelettbeschwörungen. Ja, was ist denn körperlicher Schaden? Mein Gott, diese ganzen Begriffe, ey. Ich gebe dir halt einfach mal. Oh, jetzt habe ich da aber nichts. Egal. Hier ist halt noch mal gemacht, was er einfach hier. Ich weiß nicht, auf mein Bild da oben gegangen, bin ich auf den, ich habe dein Gesicht da oben angeklickt, links oben. Und da steht da Geschenk. Ja. Ich kann halt nicht da reinpacken, warum nicht? Ich habe auch ein bisschen da rumspielen. Oh, achso, da. War noch irgendjemand anderes deine Wand? Ja. Ich habe was gekriegt. Mein Gott, das ist glaube ich sogar besser als das, was ich gerade ausgedrückt habe. Das ist ein Setting. Ja. Also wenn du noch 2 von denen findest, dann kriegst du irgendwie weil nicht. Ja, mehr, ja. Das ist aber glaube ich sogar noch besser, was ich im Moment habe. Muss ich irgendwas finden für. Da unten, was ist da unten rechts? Habe ich dafür noch irgendwas? Ich habe ein paar Sachen in der Truhe. Anderen Sachen, die ich hier gefunden habe, die sind nicht wirklich gut. Ey. Ich bin wieder in so einer Situation. Ich will die legendären Sachen tauschen. Ich habe. Aber bis jetzt müssen wir einfach nur irgendwas haben, was uns hier nicht abnippeln lässt, ne? Ja, das ist ziemlich schwierig. Moment. Yes. Ich glaube nicht, dass wir uns hier schon so auf Bild und so weiter ja fokussieren müssen oder so. Ja, nicht wirklich. Ich kann auch den ganzen Scheiß erstmal, den ich hab. Dann müsste ich noch mal eben auf Toilette. So, okay. Dann kann ich ja mal gucken, was ich hier noch mache. Ja, bis gleich. Bis gleich. So, was leveln wir eigentlich? Immer schon alles gelevelt, aber ich meine, was leveln wir irgendwann mal, ne? Ich habe einen mehr Wolf. Hier war irgendwie auch was, ne? Ach, da ist doch das hier, ne? Dann brauche ich das gar nicht freischalten. Oder bringt mir das? Da kann ich 4 Wölfe beschwören. Deine Wölfe erhalten einen Sprungangriff. Da wäre doch auch nicht schlecht, ne? Habe ich letztens Jahr gelevelt? Habe ich ja schon irgendwie was?
Nee, das hier braucht ich. Und dann gehen wir als nächstes hier, ne? Sprungangriff. Meine Wolfe können nicht betäubt werden. Da muss ich jetzt mal, da muss ich aber 7 Punkte hier reinballern. Wolfsgewandtheit. Deine Wölfe haben eine höhere Ausweichchance. Bleh. 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 So, was hier? Schamanenbindung. Wolfsausdauer. Das war genau gleich, aber. Also genau gleich hier, aber. Der wäre natürlich auch schlecht, nicht schlecht, ne? Man, das hier nehmen wir dann, ne? Hm, schwierig. Okay, der Sprungangriff hat eine Abklingzeit von 10. Da könnte ich auch springen, genauso wie ich. Ja. Da muss ich noch 7 Punkte machen. Wahrscheinlich sowieso nicht final sein, ne? So. Ich kann ja mal schon mal den Baum von den Skorpionen oder so anschauen, ne? Wenn ich hier machen kann. Kann ich den auch elektrisieren? Oh, der Skorpion ist größer. Was bringt eigentlich Größe? 10 Sekunden eine bestimmte Art von Babys. Oh, was? Babyskorpion. Mit wem kommunizierst du denn da rein? Ja, ich lese mir hier ein paar Skills zu durch. Okay. Gut. Oh, was? Ist der Babyskorpion? Ja. Wir haben eine unendliche Ausdauer, aber können sterben. Hier alles andere auch. Ja, so, so, können wir weiter. Wir sind ja, ein paar Quests. Meteor smile upon you. Sie wollen nicht, dass man sie kleine Zuflucht nennt. Nein, wie denn dann? Die Zuflucht. Verstehe. Auf bald. Yay. Okay. Okay, weiß ich. Greetings. Ups. Götzenslots. Oh. Ja, habe ich auch gekriegt. Do not dwell on the... Ein paar habe ich noch aufbewahrt, glaube ich. Oder? Lass mal alle rausnehmen. Ich habe hier 3 Götzen ausgerüstet, aber die bringen es nicht wirklich. Ich glaube, ich habe besser als gar nichts. Ne? Diener Kälteschaden, ja, wenn ich nur Kälteschaden hätte, ne? Kälteschaden, Blitzschaden, ja, da ist doch schon besser. Blitz. Oh, dann machen wir so. So, okay. Fertig. So, wir müssen immer noch, wir haben immer noch 2 von 3, sehe ich gerade von den einen. Bei mir ist da nur noch eine Quest, die angezeigt wird, die ruinierte Welt. Nee, wir diese eine Quest hier, die Ruinen befreien, ja. Okay, okay. Da habe ich, da stehen immer noch 2 von 3 bei mir. Ist das hier? Wellrin da. Wo fehlt denn da noch was? Ich gehe da mal hin. Zu den Ruinen von Wellrin. Ich habe da irgendwie noch 2 von 3. Ruinierte Welt, die Ruinen befreien. Okay, ja, ja. Steht bei mir auch da. Bin da überall hingegangen. Wir sind da überall hingegangen. Die Ruinen, ja, da bei mir ist da auch noch ein Quest-Symbol. Na, da, das ist noch mal am Blinken, sehe ich gerade. Oh,
Ja, wenn ich jetzt nur wissen, wie man seine Diener wieder zurückschicken kann, ne? Ja, geh raus, Kollege. Irgendwie braucht man diese Teleportationspunkte gar nicht, was? Man kann auch einfach, wenn du auf die Weltkarte gehst, dich teleportieren irgendwie. Ja, mache ich doch ganz. Auf der Weltkarte. Ich dachte, man braucht diese Teleportationspunkte. Oder ne, hat jemand die Teleportationspunkte angeklickt? Ja, ich habe mich auf die Dinger draufgestellt und dann habe ich mir wieder. Naja. Ja, kannst du eure Karte öffnen und dann da klicken. Zerstöre die leere Strecken. Ja, ich bin da gerade. Ich habe hier auch nur noch 2 von 3. Wo bist du, Daniel? Die Ruinen von Valrin. Man ist ja am Blinken auf der linken Seite. Ich nehme an, das müssen wir machen. Also dann komme ich zu dir, bevor ich wieder irgendwas anderes mache. So, bekomme ich überhaupt Erfahrungspunkte, wenn ich das jetzt nicht mitnehme? Oh, ich habe ja mitgenommen. Ah. Ich bräuchte mehr Diener-Kapazität. Dann könnte ich auch mehrere Wölfe rufen. Er hatte seinen Spaß. Ah. Oh, der ist dick. Oh, der ist ein bisschen dick, der Typ. Oh. Das ist ein thick ass boy. Quest abgeschlossen. Ja, ich auch. Boah, der eine Ding ja noch. Hier mit diesem bösartigen Jadering des Todes. Okay, da war fertig. Leute, Gegner. Ich schau Gegner. Rune der Schöpfung, was zum Teufel ist das denn? Das leuchtet ziemlich heftig. Okay. Gibt's denn hier so zum Lachen, du? So stark. So, wir sind ja fertig eigentlich. Okay, dann verschwinden wir. Warte, jetzt noch so ein Schreien. Was ist das? Täubung, ja. Yeah. Ja, ich sehe die Schuriken aber von deinen Dienern. Ja, ich sehe hier, ich habe hier Sensory Overload, sagen. Ich sehe überhaupt so gut wie gar nichts. Ich habe gerade gesehen. Okay. So, oh ja, für Karte ist Dungeon. Was bedeutet das? Gute Frage. Dieser Weg überspringt viele Gebiete, erfordert jedoch Zugang zum Abschluss des lichtlosen Gehölzes. Okay. Da können wir da noch nicht hin. Warte mal, noch hier alles. Wir haben im imperialen Zeitalter haben wir noch eine Quest. Wo ist die? Wollen wir doch gar nicht hin. Wir sollen dahin, aber können nicht dahin. Können sich dahin teleportieren. Na, Zeitalter. Wo ist das da? Okay, wir haben eine Quest in der Epoche, die wir nicht betreten können. Okay. Nun sieht man aber die ganzen Quests hier. Dann gehen wir mal zu der Hof. Das zerschmetterte Tal müssen wir in das rechts von ihr. Machen wir da weiter. Stufe 20 sind die Gegner da. Kritischer Trefferchance wirkt sich nicht auf Schaden über Zeit aus. Alles klar. Oh, ich habe mich voll kritisch mit Gift infiziert. Oh. Ganz ruhig, meine Krähe, ganz ruhig. Kommt er mit seinen Dienern bald auch noch mal drauf.
Okay, das Ding hat mal ausgehalten. So, müssen wir jetzt hier lang. Wie kommen wir denn da hin? Der Hof. Wir müssen da rechts irgendwo. Wir ist kein Weg auf. Also auf der Karte. Oben rechts ist irgendwie so ein Symbol. Naja, wir sind hier reingegangen in diese andere Epoche. Okay, nicht in das Ding da reingehen. Ich bin da versehentlich vorhin reingegangen, als ich gegen gekämpft habe. Ja. Die Lacher von denen. Ey. Ja. Oh, sind die lustig drauf. Lass uns da einfach Spaß haben. Yeah. Was bist du denn? Ah. Die Grolle der Zügellosigkeit. Erstmal habe ich gelesen, Züngellosigkeit. Oh. Was ist los? Action hier? Oh, alles tot. Ja. Köcher bekommen, was? So, warte, ich kann das sogar ausrüsten. Ich trage doch keine Bögen. Ich mache einen großen Bogen um alle Bögen. Ja, bring ich rüber. Verdammt, ja. Ich kann da nicht rüber springen. Nein. Ah, da ist eine Tür. Ich mach mal die Tür auf. Ah, ich hab's da kaputt gemacht. Ja, ich will da gerade rein, ey. Ah. Sag mal da. Gold, geil. Nein, ich will da. Wie heißen die Sachen, die man unten rechts ausrüstet? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Von deiner Ausrüstung, weil ich hab da nichts ausgerüstet. Das Ding, was ich hier gerade gegeben hat, ist ja auch so was. Das ist ein Relikt. Relikt, okay. Ich habe da jetzt gerade nichts ausgerüstet. Muss ich aber mal wieder finden. Nur ich muss nicht wieder da. Ah. Ja, die hat ein Relikt. Ja, komm, nicht viel Leid. Ich nehme Schaden, ja. Wir können es auch eigentlich leisten, hier uns aufzuteilen, ne? Ja, irgendwie nicht, weil wir uns dann ständig aus den Augen verlieren. Ja, wir sind nicht auf der Karte Augen gezeigt. Aber mein Gott, sind hier viele Gegner. Wow, sind hier viele Gegner. Wir sind tot. Der Gott. Okay, allein sterben die Gegner nicht so schnell, anscheinend. Ich bin schon ganz schön lange hier am Kämpfen gerade. Wir sind die Horde.
Wow, wo kommt der? Ja, mein Wolf und mein Raptor sind gelevelt. Ja, du schaffst das schon, ne? 25. So, ich auch jetzt. Er hatte nicht mal Zeit zu Ende zu lachen. So, Leveln, genau. So, ich will. Wo ist es hier? Ein Raptor tut Schaden über Zeit machen. Wie macht er das? Oh, dadurch. Mein Gott, ist hier viel am Liegen. Ist ein Relikt, da ist ein Schild. Mein Schild immer noch aktuell. So, ich will weiter bärenstark sein. Ja. Ich erwarte jetzt auf so einen Sprungangriff für meine Wölfe hin. Dann können die auch springen, so wie ich. Dann springe ich vor und die springen mir hinterher. Ja. So, der Hof ist rechts. Soll ich schon mal zu der Hof gehen? Oder soll ich auf dich warten? Mit einem beschwert ein Skorpion, der an deiner Seite deines Charakters kämpft. Er greift mit seinem Schwanz an. Ich hab dich mit meinem Schwanz berührt. Weiter schnell kannst du maximal zwei Begleiter gleichzeitig haben. Drücke A, um einen Diener einen Angriffsbefehl zu geben. Und ich kann ja vier Stück haben, das heißt. Wenn ich den Skorpion noch bekomme in drei Leveln. Nein, der wollte ich nicht. Wo ist das? Ich bin auf dem Weg zu dir, Daniel. Ja. Na, so weit sind wir gar nicht von der Wand an. Ich stehe noch hier. Gehen wir mal hin. Zu der Hof. Eingabe zum Hof. Wieso steht eine Eingabe zum Teufel? Ich weiß. Ich weiß, das steht bei den anderen auch, ey. Blitz, Blutzaubern verursachen physischen Schaden. Klar. Blitzer? Dich. Ihr wollt mir da nur halten, die Gegner jetzt so ein bisschen mehr aus. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Oder haben wir einfach nur so schlechtes Equipment? Das hat ja weniger Einfluss auf unsere Skills, oder? Ja. Die Kämpfe gehen definitiv ein bisschen länger, oder? Hier sind mehr Gegner! Ja. Ich bin ja auch Feuer, da hast du dir den falschen Angriff ausgesucht. Genau dagegen bin ich. Was ist das denn? Waldkugel? Primalist Helm, was? Was ist das hier? Bärenartige Ketzerkleidung des Ausweichens. Was sind das für beschissene Namen? What the fuck, ey? Was ist eine bärenartige Ketzerkleidung? Fucking ja, ey. Eine Kryptakleidung, die halt bärenartig ist. Ne? So. Da springe ich rüber. Verdammt. Ich kann da nicht rüber springen. Was mache ich denn jetzt? Ich habe meine Diener dahin geschickt, ich zeige uns den Weg. Guck mal, wo die jetzt hingehen. Nein. Naja, kann ich auch machen. Benutzt eure Nase. Gehen die denn jetzt hin? Na, die gehen jetzt da hinten hin, ne? Wir sind doch ohne Diener da, ne? Oh nein. Jetzt zeigt sich unsere wahre Stärke. Ja, kann gut sein, ne? Das ist ich kann auch cool. Ich kann auch meinen Blitzschlag machen und springen. Boah, das... Verdammt, wo sind sie?
Weit war einer bei mir, also. Ja, bei mir. Glaube ich. Ich sehe Lebensbalken von beiden meiner Welt nicht. Ich weiß, wie viele ich habe von. Ich weiß, von denen ich ja, ja, bei mir auch, bei meinem Wolf, bei meinen Wölfen. Ja, ohne die Diener gehen die langsamer drauf, die Gegner. Ah, meine Wölfe sind da. Das ist mein Raptor. Und meine Krähe. Ja, das ist meine Krähe. Ja, ein Raptor wirft, deine Krähe wirft gerade den Raptor nach Leute. Nein, da ist mein Raptor. Okay, meine Sachen sind wieder da. Und da kommt ein Golem. Ja, da kommen sie. Hallo, Leute. Ja, der macht den Kreis mehrfach, immer und immer wieder. Ja, würde der sich über irgendwas beschweren. Ach, nur weil er in groß schreibt die ganze Zeit. Kommt er da auch? Ja, ich finde ihn nie, genau. Caps Rodrin, sorry. Caps Wardrin, sorry. Rodrin. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Ja, Caps hier, ja, die Großschreibung. Ja, okay. Das ist der Knopf auf der Tastatur, mit dem du alles groß schreiben kannst. Man kann Sachen groß schreiben, was? Ja. Mein Gott, sie sterben, bevor die irgendwas machen, ey. Wo bringst du denn schon wieder hin? Das Stück hättest du auch laufen können. Aua! Oh, da muss ich mal einen Trank einsetzen. Ich weiß, was du meinst, ich auch. Oh mein Gott, der hat mein Geist wurde gespawnt, ey. War unter der Leben, unter der Hälfte war ich, ey. Wir müssen nach oben links. Ah. Was hier? Ah. Okay, mehr Splitter. Splitter tust du aber nur einsammeln, ne? Ja, manchmal. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas Wichtiges hier verpasst habe. Wo bist du denn? Du hast so ein Sims-Symbol über dich gehabt. Ja, hab ich auch schon welche gesehen hier dran. Ja, zwei Drohnen. Warte mal hier, irgendwas. Nö, keine Ahnung. Da ein Relekt. Die Dinger bei euch. So. Okay, der tut immer automatisch alle Splitter einsammeln, wenn er einen ansammelt hier. Ja, ja. So, oh mein Gott. Die sind viel besser, die Schuhe hier. Ich bin schon voll veraltet. Der Hund, der wedelt heftig mit dem Schwanz. Ja. Was? Warte mal. Also ich kenne die Schuhe, die ich hier gefunden habe, viel schlechter sein, als ich jetzt anhabe. Okay. Bei mir war genau umgekehrt. Nahkampfgeld schaden. Wann habe ich die Schuhe zuletzt angezogen? Das ist schon ewig her, ey. Fucking geil, ey. Wie aktuell sind die denn? Warum ist denn alles? Aber ich war genau umgekehrt, ey. Von mir mal meine Schuhe verwaltet. Bei Lagern zu helfen? Nein. Nein, geh weg. Fass uns nicht an. Dann ist der Spiel verbuggt. Das kann auch sein. Warte, glaube ich jetzt geleuchtet. Wer war das? Wer hat mich angefasst? Wer? Warum schimmer ich auf einmal? Ja, ich bin nicht aufgelöst, warum ich auf einmal aufgeleuchtet habe. Ja, ich habe ein paar Gegner getötet, ne? Glaube ich. Was ist das denn hier für ein Feld gewesen, ey? Wow, Balla! Ah! Er hat mir einen Blitz gegen das Gesicht geworfen. Ich muss immer so sehr lachen, wenn ich irgendwie in den Aufnahmen sehe. Von Helldivers, wenn ich irgendwie, weil ich von einer Rakete getroffen werde, den voll ins Gesicht und dann voll wegfliege. Alles klar. Ja, da ist noch was passiert, ne? Ja, ja.
Pass auf, ich glaube, der schießt mit Raketen. Dann fliege ich so einen Kilometer weit entfernt, weil ich voll ins Gesicht getroffen wurde mit einer Rakete. Ja, hier ist wieder so ein Schrein, hier. Ah, ja. Irgendwie passieren kann, dass deine Leiche irgendwie in Einzelteile zerfliegt. Ja, hab ich gesehen. War der Kopf und die Arme und Beine alle weg. Hab ich einmal gesehen, irgendwie. Ja. Hier ist eine Truhe. So, was? So eine große Truhe und eine kleine. Wo bist du? Da unten. Ich komme. Das ist eine Quest. Ich komme. Ja, mach ein paar Posen mit mir. Aber nicht auf. Ich hab gedacht, der Fucking Barrett, ob der mit dem ein paar Posen macht. Ich war zuerst total verwirrt, ey. Die eine Szene, nachdem Cloud und der Dio da gespielt haben, war, ich hab kurz weggeguckt und ich habe nicht gesehen, dass die auf einer Plattform stehen, die aufeinander zufährt. Ich habe mich gefragt, wie kommt der auf Cloud immer näher an Cloud ran, ohne dass der irgendwie läuft. Was? Cloud sah auch so aus, wie machst du das? Aber die Plattformen, die sind ja aufeinander zugefahren, ja, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mich gefragt, wieso kommt der immer näher an Cloud ran, will der den nicht küssen? Er sieht aus wie jemand, der ihn küssen würde, ne? Weiß ich nicht, der Cloud wird immer in so Situationen gesteckt, wo der mit so emotionalen Leuten sich auseinandersetzen muss, obwohl der gar keine Emotionen hat, ey. Ich glaube, ich habe ja einen Götzen, der vielleicht was für dich wäre. Erhöhter nekrotischer Schaden, erhöhter Diener, nekrotischer Schaden. Klingt so, ja. Klingt so irgendwie was für dich, ne? Ja. Ich bin sofort. Ich habe etwas von Daniel. Der Daniel schickt mir seine Liebe. Im Gegenzug möchte ich ihm eine Liebe schicken. Öter Giftschaden, Öter Diener Giftschaden. Öter Elementarschaden. Ach, das ist ein Schild. Sieht aus wie ein Stein. Ey, du hast die ganze Zeit schon so einen Stein ausgerüstet, Daniel. Das ist doch nichts Neues, ey. Ja. Hier ist so mein Schild. Ich seh gar nicht mein Schild. Was ist da? Ich hatte ein Schild in meiner Hand. Was? Ist das ein Aspekt oder was? Katalysator. Da fliegt so ein kleiner Stein in deiner Hand, ey. Ja. Alles klar. Da hab ich jetzt da. Ein nekrotischer Schaden. Okay, wo habe ich diesen legendären Ring? Was? Ist aber in der Stadt denn? Boah. War der nicht? Ja, meine Dinger sind halt ein bisschen doof hier. Geh da rein, keine Ahnung. Der Ring des dritten Auges. Hält schon an. Ja, das kommt hin, ne? Ist da ganz irgendwas für dich? Ja, ich muss nur gucken, wie kann ich den jetzt da rein tun, ne? Naja. Weiß ja nicht, ob die. Das hört sich so an, so wie halt für dich so ein nekrotischer Schaden, ne? Ja, das macht Sinn, ne? Du hast alle 93er gemacht? Ich habe ja noch so einen Teil, ich habe ja auch so ein Ding nachgehoben hier. So, ja, schon das nächste Gebiet. Oh, oh. Was hast du da gemacht? Oh Gott, was ist hier los? Warum sind hier so viele Gegner? Ich bin da oben rechts. Ich wollte doch nur gucken. Oh, ja. Ich habe nur die Füße von dem vom Weiten gesehen. Ja. Da kam auf einmal. Da kam von hinten irgendwie tausende Skelette auf einmal, die mir den Weg abgeschnitten haben. Ich wollte eigentlich nur zurückrennen. Ja, das ist ganz tot. Ja. Wie er da auf einmal angefangen hat zu beben. Ich denke mir so, oh,
weiß hier denn? Buh, dann. Alles klar. Da habe ich dich aus dem Menü rausgejagt. Ja, nicht so schlimm. Ich war sowieso fertig. Ich würde ganz sagen, muss der schon wieder her? Man muss ja da schon da wieder für Abenteuer. Ich wollte doch nur hier gucken. Ja, ich habe die Tür da gesehen. Und habe ich Füße gesehen, dann bin ich nach unten wieder zurückgegangen, dann kam da 10.000 Skelette. Was ist das für ein Symbol? Okay. Jetzt irgendwie auf der Karte so ein ganz kleiner... Okay, der Daniel ist schon weg, ich geh mal auch durch die Tür. Da ist irgendwie so ein ganz kleiner Kreis auf der Karte, was ist das für ein Scheiß? Da werden wir wohl nie erfahren. Ja, ich habe auch nichts da gesehen, also. Als der Tempel aus dem Himmel fiel, werdet ihr vor mir fallen. Okay. Tempel von Etera. The spirits, Etera, they left this place long ago. Ist das mein Charakter? Ich will gerade sagen, warum dauert das so lange? Der Tempel von Etera, bla bla bla. Haben unsere Charaktere überhaupt mal in den Cutscenes geredet irgendwann? Die haben keine Persönlichkeit. Hier geht's ums Gameplay. Oh. Warte. Schnell mal nie tot. Wir sind nicht so schnell tot. Sagt er, nachdem er nicht mal eine Sekunde gebraucht hat, um die zu töten. Nichts mit Kiste ansprechen, Feuer. Hier darfst du nicht hinein, Steffi. Die Tür redet mit uns. Die Tür hat gesagt, dieser Ort ist voller Verzweiflung. Die Todespose. Oh. Oh, da ist ein Schrein. Ein brennender Skorpion. Oh, warte, der macht mir sogar Schaden. Was der Faktor? Was ist das Ding? Was ist das Ding? Man hat uns gegeben. Ich weiß nicht, was der Schrein uns gegeben hat. Wir sind am Leuchten, wir haben ein Schild. Warte, steht da irgendwo, was die Dinger machen? Ja, normalerweise ja, aber irgendwie stand da gerade nichts. Ich habe sogar jetzt wieder Schaden bekommen von den Gegnern, ey. Da war ein brennender Skorpion. Boah, der brennt. Der da. Nee, den habe ich jetzt angezündet. Also das war nicht. Der Same, der brennt aus, oder? Ja, der war ein bisschen größer, gegen den ich gekämpft habe. Ich nehme hier sogar Schaden. Ja, ich nicht. Moment. Ja, ich nicht viel, aber ich bin noch nicht unter der Hälfte gewesen, aber ich nehme mal Schaden, ey. Die Gegner schaffen es mal, mich zu berühren, ey. Ja, die Gegenstände hier reden mit uns, ey. Vorhin hat die Tür irgendwas gesagt, du bist gekommen. Ja. Tonnen. Ich glaube, das war ein stärkerer Gegner, der hat ganz viele Sachen reingelassen. So. Bärenstark. Na. Hab wieder gelevelt. Muss ein Passiven hier ausgehen. Ich hab wieder meinen Geisterdiener beschworen. Wir haben uns über meinen Einschlag weg. Ja. Ich spring einfach rein, die sind schon tot. Ich fliege. Oh, Abgrund, Teufel. Das ist ein Gegner. Ah. Bin aufgestiegen. Ah. So, sorg dafür, dass ich mich lebendig fühle. Ah. Du warst enttäuschend, Bro. Was hat hier? Erhöht bei Tierung erhalten Erfahrung. Ja, das wäre natürlich vorher gut gewesen. Ja. Ah, und da ist dann die Abklingzeit, wie lange das anhält, alles klar. Ah, gebt uns mehr Erfahrungspunkte, Leute. Ja, wir steigen ja noch nicht schnell genug auf, ne? Ja. Oh, das ist, der hat sich gerollt, das hat gesehen. Ja, ja. Okay, die Lotus heilen. Rein da. Ich sehe es jedes Mal, wenn ich irgendwo so reingehe, sterben meine Skelette. Ich höre einfach nur, wie Knochen auf den Boden fallen. Ey. Oh.
Jedes Mal tötet die das, wenn die durch die Tür gehen. Nee, das ist echt brutal. Ich höre immer, wie die in sich zusammenfallen. Ey. Als würde das Leben aus denen rausweichen. Ey. Wenn du am Ende der Zeit deine Meisterschaft wählst, mal, da konnte ich nicht mehr leben. Wow, das war legendär. Okay, was denn? Die Handschuhe? Handschuhe, cool. Oh Gott. Boah. Wir sind die Horde. Ja, du bist fast tot. Ja, ich hatte mehr. So, was ist das hier? Ja, ausrüsten. Kämpfe um dein Leben. Was? Warum ist das die Beschreibung? Warum ist das die Beschreibung von den Handschuhen? Gewährt um 100% erhöhte Mana, bla bla bla. Ja. Ja, das brauchen wir nicht unbedingt dabei. Ja. Bonk. Na, no, Skorpione. Na, no, die Anzahl der Gegner so nett. Ja. Ja, ich nehme jetzt Schaden hier. Danke dir auch, BB. So, wo wollte ich hier hin? Ich wollte hier hin. Hier wollte ich. Genau, ich habe Fähigkeiten, die ich auch rüsten kann, oder? Na, ich brauche noch einen Punkt. Wo kann ich denn mal hin? Alles klar, cool. Ein Level lang kann mein Raptor Gallensäure spucken. Das klingt doch gut. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. So, entschuldige, was? Plus 194, was zum... Was hast du jetzt schon wieder da? Ich habe eine Rüstung bekommen, die ist irgendwie... Die hat irgendwie 100 mehr Rüstung, als was ich jetzt... Stufe 14, das ist Stufe 22. Ja, okay, ja damit. Okay, was zum... Das ist ein richtig... Zum... Was für ein großer Sprung ist das denn gewesen? Nein, ich bin da... Meine Fähigkeit auf so, alle meine Fähigkeiten sind jetzt auf Level 9. Alle meine Meisterschaften. So, mal nur, dass ich nochmal neu verteile. Aber sollte ich eigentlich nicht. Jetzt ist das noch nicht notwendig, das neu zu verteilen, ganz ehrlich. Oh mein Gott, ich habe wieder voll AP, mir fehlt nicht mehr ein HP. Ja. Ich sag doch, du hast irgendwie das Lager an irgendeinem, oder an, vielleicht an einem Ausrüstungsgegenstand oder so. Aber ein HP? Das ist ein beschissen. Ja, ich glaube nicht, dass ich so lange in nächster Zeit sterben werde hier. Mit mehr 100 mehr Rüstung. Das sind die bekannten letzten Worte von jemandem, der gleich stirbt. Ja, was geht? Huh.
Shuriken Flieg. Ja. Da kam ich angesprochen. Hm, oh, wo wollte ich denn hier noch mal hin? Du schaffst das schon, ne? Noch mal hier. Hm. Bewegungstempo, dann nicht gerade. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin wollte mit meinen Krähen. Ich weiß nicht, wo er mit denen spazieren gehen soll. Keine Ahnung. Mach ich mir ein andermal an. Jetzt nicht so, als würde ich das gerade brauchen. Eines Tages vielleicht. So, was? Müssen wir da hinten irgendwo? Was, da oben ist einer? Ja, den sehe ich auch. Hallöchen, na? Ich vertraue den Splittern. Was? Okay. Wow. Das ging mal schnell, ey. Ja. Hey, yo, was ist hier? Okay. Wer ist denn schon wieder? Wir sind doch gerade erst hingekommen, wieso müssen wir schon wieder gehen? Oh. Oh, haben wir jetzt hier eine Brücke gemacht? Oh. Wer ist er denn? Oh, Gott! Der läuft einfach nur durchs Feuer, ey. Na, können wir jetzt hin? No. Okay. Ich dachte, wir haben jetzt wir sind jetzt in die Vergangenheit gereist, haben jetzt die Brücke da schaffen. Jetzt ist die Brücke da oder so. Ich weiß nicht, was wir da jetzt gemacht haben. Das heißt, hier wird das Brückengerät erneut. Was müssen wir jetzt nochmal da rein? Nee. Wir müssen unten rechts irgendwo hin. Okay. Ich sehe jedenfalls da was auf der Karte. Okay, ich komme. Ich denn hier Navigator oder eine nicht kriegen hat, haben eine Spacke. Ich weiß nicht, wo ich da hingehen soll. Will schon jemand die Story skippen im Chat? Ich weiß jetzt auch nicht, hier wirklich auch in der Story so passiert. Du bist ja besser informiert als ich. Ja, wir müssen die Splitter hier fangen, finden, ne? Ja. Und dann gibt es diesen einen bösen Gott hier, ne? Gott der Sonne oder irgendwie sowas. Der ist ja der Bösewicht, glaube ich. Ja. Er hat den geflügelten Drachen des Ra. Ja. Hier wäre 100 kritische Treffer kommen. Ne, ich habe schon wieder so eine 194er Rüstung. Hervorragend. Willst du sie haben? Ja, warum nicht? Kannst du überhaupt tragen? Das ist so eine... Ich weiß nicht, wenn das nur so ein Lederfetzen ist, dann weiß ich nicht, ob ich das trage. Obwohl da steht Primalist Körperrüstung. Ja, dann fasse ich das lieber nicht an. Ich finde mich nicht primitiv. Ne, warte mal, irgendwo unten diese weißen Dinger auf. Ja, Primalist, das ist doch nur ein anderer Begriff für Primitivling. Jetzt auf etwas hinaus. Na, ich glaube nicht, ob wir hier lang müssen. Wir müssen irgendwie da unten hin. Also ich sehe das Symbol nicht auf der Karte. Die weißen. Unten links. Ja, doch, ich achte da nur nicht drauf, ganz ehrlich.
Ich aktiviere mal meine Geisterkarte. Totengräber Opferstab. Steht aber nichts von Dina oder irgendwie sowas. Unzerstörbare Tage des Verteidigers. Dasselbe, weiß ich nicht, gab es auch in Diablo-Tage. Ich weiß noch nicht, was ich habe noch nie in dieser Art von Waffen haben gehört. Eine Tage. Naja. Oder Tarch, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber gehen wir hier richtig. Irgendwie da unten rechts ist das. Du bist dann wirklich schneller als ich hier. Nicht. Mit meiner dicken, schweren Rüstung. Ihr macht mich. Das ist der Stein, den du als Schild verwendest hier. Alles ab 30. Ab 28, alter Sack. 28, alter Sack. Alter Sack, ab 30. Hab gerade gelernt, ich bin alter Sack. Ja, sind wir hier sind wir, wir sind wieder am Anfang hier. Wann denn ist man denn ein alter Sack? Keine Ahnung. Das bin ich, du alter Sack. Ich bin hier drüben anwesend, ich bin hier drüben. Na, bleib mal lieber hier. Bevor ich ja irgendwie, bevor wieder die Erde anfängt zu zittern oder so. Ich irgendwie zu weit hin. Ich bin hier. Wow, hier geht's bergab. Yay. So, und nun, das hier. Kannst du aber was machen? Ja, hier steht A drücken. Oh, warte, da muss ich runterspringen. Ah, verdammt. Ja, das Spiel hat so gesagt, ja, das will man nicht. Ich wollte auch voll runterspringen, ey. Ja, in den Abgrund, ne?